Jo, es geht ab, meine Lieben von der Hedge, kommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie im gestrigen Video schon erwähnt, wird dieses Video von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, was passiert in dieser Folge? Ich denke, das ist mal wieder ein bisschen Road to Glory Style. Jetzt nichts mit Foolstrafen, mit dies, das. Ihr könnt gerne mal in den Kommentarbereich schreiben, was ihr sehen wollt, wenn ich zum Beispiel so einen Tag gibt, wo es halt nicht planmäßig verläuft. Zum Beispiel, ich werde jetzt meine Rewards doch nicht Donnerstag aufmachen. Es macht einfach keinen Sinn, weil Food Birthday wurde bestätigt. Und das macht einfach nur Sinn, die bis Freitagabends aufzuheben. Das empfehle ich eigentlich euch auch, wenn ihr die Münzen nicht braucht oder wenn ihr nicht absolute, ja, Packsüchtige seid. Ihr könnt natürlich die roten Karten schon aufmachen, aber ey, ich kann eigentlich auch nur empfehlen, wartet ab, weil es wurde anscheinend über eine russische EA Sports Seite geleakt, dass es 21 Food Birthday Karten über Packs zu ziehen sind, 21 Food Birthday Karten per SBC zu machen sind und 6 über die Wochenaufgaben zu erspielen sind. Also richtig krass, das würde heißen 48 potenzielle Food Birthday Karten. Ich könnte mir auch natürlich auch vorstellen, 21 SBCs heißt vielleicht auch irgendwie Flashback oder halt Optimus Prime SBCs, dass das auch dazu zählt, aber wenn wir so gucken, trotzdem eigentlich 40 Food Birthday Karten und bei 21 Spieler im Packs macht eigentlich nur für mich Sinn, die 125k Packs und die 200k Packs. Zum Glück hatte ich diese Disconnects, muss man fast sagen, Glück im Unglück. Diese Woche ist es wieder besser, eigentlich Gold 1 zu erreichen als Elite, weil ja, die Team of the Week ist ja richtig weak. Und ja, ich werde am Freitagabend natürlich wieder streamen. Wer Bock hat, kann bis dahin natürlich seine Rewards aufbewahren und wir machen so eine Mischung. Ich spiele ein bisschen Food Champions, wir quatschen, Teambewertung und wir machen eure Packs auf, wenn ihr Bock habt. Ja, deswegen kleine Warnung schon mal an euch, damit ihr die Packs nicht vorher aufmacht und dann können wir Freitag oder Samstag die zusammen streamen dann öffnen. Und ja, was ist für eine Folge? Wir werden Vinicius Junior eine Abschiedstour geben. Ja, wie im echten Leben kriegen die Spieler ja ein Abschiedsspiel und er kriegt eine Abschiedstour. Weil wenn wir ihn jetzt abgehen, könnte es natürlich heißen, dass wir ihn in FIFA 19 nicht mehr spielen werden. Wenn wir jetzt Ronaldinho holen, wofür wirklich die meisten von euch waren, wird der nächste Upgrade Team of the Year Neymar sein. Und ganz ehrlich mit euch, es tut mir ein bisschen im Herzen weh. Ich bin so ein FIFA-Spieler, der hält halt echt sehr, sehr gerne an bestimmte Spieler, die halt gut spielen. Wie Juno, der war echt gut. Der hatte natürlich ein paar Schwächen gehabt. Er hat nicht jedes Kopfballduell gewonnen. Und er hat manchmal ein paar hundertprozentige Formtore nicht gemacht, wie im echten Leben. Aber ich bin mir sicher, wenn er so weitermacht im Real Life, dann werden wir in FIFA 20 oder 21 krass wiedersehen. Also der wird dann ein paar Impfungskarten, ein paar Special-Karten noch bekommen. Was ich überlegt habe, sinnvoll wäre natürlich jetzt, ihn zu verkaufen. Ronaldo habe ich auch überlegt zu verkaufen, weil zu Full Birthday werden natürlich die Preise sinken. Der ist schon krass gesunken, der ist schon unter 1,6 Millionen. Den könnte ich mit Ibrahimovic ersetzen. Theoretisch könnte ich auch noch Kanté verkaufen. Der Rest ist eigentlich untauschbar oder möchte ich nicht verkaufen. Marcelo möchte ich nicht verkaufen. Es gibt keinen, den ich ersetzen kann und den Papier will ich auch nicht verkaufen. Lala könnte ich auch noch überlegen zu verkaufen, dafür Cancelo bis dahin zu spielen. Ja, würde klappen, wenn ich eigentlich Ronaldo behalten würde. Da müssen wir mal überlegen. Also ich überlege echt gerade momentan, vielleicht diese drei Spieler noch verkaufen. Vinicius wird wahrscheinlich ziemlich sicher gehen für Ronaldinho. Und ich überlege gerade, Ronaldo können wir eigentlich theoretisch auch verkaufen und bis dahin mit Ibra spielen oder Reus, ist halt eine Überlegung wert. Sind kurz vor die 1000, von den 1000 Spielen halt, ne? Den kurz vor den 1000 Spielen dann gehen zu lassen, ist auch ein bisschen bitter. Vinicius hat auch bis jetzt so viel für die Mannschaft geleistet und deswegen finde ich, hat er so eine Special-Folge verdient. Wir werden Division Rivals spielen. Ihr seht, ich habe 2470 Punkte. Eigentlich hätte ich viel mehr. Ich habe, glaube ich, in den letzten 7 Tagen 7 oder 8 Disconnects in Rivals gehabt. Also wir können theoretisch zum ersten Mal die 2500 Punkte-Grenze knacken. Und wie gesagt, wir werden 2-3 Spiele mit Vinicius machen. So als Abschied. Ich denke, das hat er verdient. Eine Special-Folge, weil das werde ich jetzt, denke ich, immer für die Spieler machen, die halt gehen. Wie zum Beispiel in FIFA 18, Del Piero, ja, der ist auch dann irgendwann gegangen und hat aber auch uns so lange einfach im Team begleitet. Da war später natürlich noch Einwechselspieler, aber hat nicht mehr so oft gespielt.
Ja, ihr seht, meine Münzen sind hoch auf 1,058 Millionen. Ich habe noch mal ein paar Infos verkauft, die überraschenderweise wirklich, guck mal, Freunde, für richtig krasse Preise weggehen. Jetzt ist leicht überteuert. Sterling für 41.000 ist auch krank. Özil 27.000 und Witz sind immer ein paar weggegangen. Fabinho. Also, ich habe noch ein paar Spieler weggehauen, Freunde. Die sind alle überteuert drauf und ab und zu gehen echt welche weg. Wenn du halt eine 100er Liste hast, dann geht das wirklich ab und zu mal einer weg. Und dann, ja, kurzes Internet-Update noch von mir. Ja, bis jetzt kein Problem. Bis jetzt wirklich disconnect-frei, ladebildschirm-frei geblieben. Also, lag wirklich wohl anscheinend an 1:1. Und dann würde ich sagen, haben wir genug geschnappt. Wir gehen mal ein Rivals-Spiel rein mit Vinicius. Mal gucken, wenn wir ein cooles Abschiedsspiel für ihn noch raushauen können und die 2500-Punkte-Marke knacken können. Let's go! So, Freunde, der erste Gegner für dieses Video und fürs Abschiedsspiel von Vinicius hat, oh mein Gott, ein richtig krankes Team. Das sind 7 Icons, 7 Prime-Icons, muss man noch dazu sagen. Und dann nochmal, ja, die restlichen Spieler sind auch keine schlechten Special-Karten. FC Nankatsu heißt er. Viele haben auch von euch geschrieben, ich sollte Varane für Ramos holen oder für Campbell. Ich muss mal überlegen, das war auch eine Überlegung wert. Also, wenn, dann würde ich eher, ja, ich weiß nicht, also Varane, ja, ich weiß nicht, müssen wir mal überlegen, was wir machen. Bis jetzt hat er führt aber, glaube ich, von im Kommentarbereich, oh shit, ja, vielleicht hätte ich nicht so viel labern sollen, führt Ronaldinho und so kassieren wir direkt in der ersten Minute das erste Tor. Moin! Elfmeter. Elfmeter holt der Mbappé gegen Ferdinand raus und ja, zum Abschluss kann der gute Vinicius auch den Elfer hier treten. Ronaldo, komm, du hast noch oft genug Chancen, wenn wir dich nicht verkaufen. Von daher kommt Vinicius. Ach, vielleicht ist es doch besser, wenn du den Verein verlässt. Oh mein Gott, guck, das meine ich, Freunde. Das ist einfach, das war jetzt keine hundertprozentige, aber ein Ronaldinho hätte ihn wahrscheinlich gemacht. Boah, dieser Van der Sar ist auch anders gut, ey. Den muss ich echt ausprobieren. Haben auch welche von euch ihn mal empfohlen, den vielleicht anstatt der Rea zu spielen. Dann bin ich natürlich in der Innenverteidigung ein bisschen flexibler. Ach. Boah, was ein Ball von Ronaldo. Komm, oh. Mit Cristiano. Komm schon. Wir sind so am Dominieren. Das 1:1 ist, denke ich, jetzt langsam mal verdient. Oh mein Gott. Ist das R9? Ja, ich habe immer in letzter Zeit ein bisschen schlecht geredet. Der hat natürlich seine Qualitäten. Der hat seine Qualitäten. Besonders ohne Scheiß, diese Volleys sind mir schon oft aufgefallen, dass er die saustark tritt. 1:1. Digga, Vinicius, deswegen wirst du gehen müssen. Ich mach mal diese Chance nicht. Die war doch so hundertprozentig. Er schießt ihn genau auf den Tor, wo ich nicht dahin gelenkt habe. Nice! Come on, Vinicius, feier nochmal mit Mbappé. Ohne Scheiß, er hat natürlich seine Momente, wo er die Chance nicht macht, aber er macht auch wirklich so gute Runs. Sein Dribbling ist so stark, dass er sich halt auch wirklich viele Chancen erarbeiten kann, wo er sich wieder, ja, wo er es wieder gut macht, wie hier. Zum Abschluss nochmal ein schönes Ding von Vinicius. Könnte vielleicht so mit dem Sieg reichen. Schauen wir mal. Wir haben noch 30 Minuten. Ja, Freunde, Kamera ist aus, nicht genug Speicher freigemacht, aber erstes Spiel von der Vinicius Junior Abschiedstour. No, nicht schlecht. Ist, glaube ich, Man of the Match geworden. No, ah, ne, Lala ist 9,1. Knapp hinter Lala. Vinicius Junior, zweitbester Spieler. Digga, mehr als verdient, Digga. Also, wie ist das Spiel 2:1 ausgegangen? Keine Ahnung. Damit haben wir wie viele Punkte? Schauen wir mal, wie viele Punkte haben wir jetzt? Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge noch. Ja, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, könnten wir die 2500-Punkte-Marke knacken. Rang 2 sollte auch schon abgesichert sein. Dann würde ich sagen, genug geschnackt, wir gehen ins nächste Spiel. Thank you.
So, Freunde, es ist schon der nächste Morgen, weil ich habe das nächste Spiel nicht mehr geschafft. Ich habe das nächste Spiel verloren. Da ich ungefähr ein paar Spiele gehabt. Ja, ich habe mir jetzt eine gute Position herausgespielt. Wir werden es jetzt sehen. Also, ich glaube, nein, es hat nicht gereicht. Ich dachte, ich hätte sogar Rang 1 vielleicht geschafft. Ich war kurz Rang 1, aber doch, habe ich ja geschafft. Ey, wir haben Rang 1 geschafft. 2 Megapacks und 2 Ultimativ-Packs. Eigentlich muss man die 80.000 Münzen nehmen. In dieser Phase von FIFA sind 80.000 Münzen so viel. Aber ihr wisst, ja, ich bin packsüchtig. Ich nehme dann diese Packs mit. Und die machen wir am Freitagabend aus, wenn es Footbirthday draußen ist. Wir sind jetzt bei, lass mich nicht lügen, 2.494 Punkten. Das heißt, ein Sieg. Und wir können wirklich zum Abschluss von Vinicius Junior Abschiedstour hier, ja, nochmal die 2500 Punkte Grenze zusammen mit ihnen erreichen. Food Champions, wie gesagt, wird, denke ich, dann auch am Freitag, Samstag kommen. Goldans haben wir ja geschafft, 30 Spiele am Stück und mit Disconnects, also da haben wir echt krass zu kämpfen gehabt. Oh, haben wir es trotzdem hier irgendwie hinbekommen. Die mache ich wahrscheinlich dann morgen auf, die Spielerpicks. 1,158 Millionen, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Hoffentlich können wir jetzt, ja, im letzten Spiel für dieses Video ein Happy End haben. Wir haben nur einen Versuch. Wenn wir es verlieren oder unentschieden spielen, dann ja, dann tut mir es leid, Vinicius, aber meine Zeit ist leider hier ein bisschen abgelaufen. Deswegen müssen wir es jetzt hier im nächsten Spiel, was wir jetzt hier live ungeschnitten sehen, gewinnen. Ja, wenn gestern Abend, ich habe das Gefühl, wenn du nachts spielst und wenn wenige Gegner, also generell wenige Spieler am Start sind, kann man so heftige Gegner. Jetzt sind wir wieder so mit einem Team, wo man sagt, ey, das ist nicht so krass. Natürlich sind da hier krasse Spieler dabei, aber es geht viel krasser. Das habe ich gestern Abend gesehen. Ja, mal schauen. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Let's go! Nein, Vinicius! Oh, du musst doch noch in die andere Ecke schießen, wenn du den Torschuss falsch bewegt. Oh! Oh mein Gott! Was? Was ist hier los, Vinicius? Mann, bitte zum Abschluss. Muss zeig doch mal, was du so drauf hast. Oh, Vinicius, ey. Am Ende muss wieder am Mbappé Eckballtor richten. Aber ey, das war 200%iger eigentlich. Von Vinicius, die wieder nicht reinging. Ja, das bestätigt eigentlich nur das, was ich halt immer sage. Er ist so geil, aber er ist einfach nicht konstant vorm Tor. Das ist halt, ja, ich weiß nicht. Egal, Mbappé regelt schon. Jetzt aber. Und das meine ich. Ey, das ist zwischen Genie und Wahnsinn. Also, der war jetzt zum Beispiel viel schwieriger als die zwei Torschüsse davor. Und das macht er so easy, klappt mit seinem Weak Foot. Bam! Das ist halt so. Aber er spielt sich halt so oft auch Chancen, weil einfach seine Laufwege so krass sind. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt in dem Video. Cristiano. Oh, genau die zwei Spieler, die wir halt überlegen zu verkaufen, ja, spielen auch ultras gut, ne? Da war es ein Abschluss von Cristiano Ronaldo, 3-0 in 28 Minuten. Rudi! Oh, ey, und da ist es wieder. Okay, das war sehr, sehr schwierig, aber unter Druck trotzdem, ey. Da, guck mal, meine ich. Irgendwie hatte er so einen Pfosten-Latte-Trade, der Vinicius. Ja, stark gemacht vom Gegner. Das hat er stark gemacht. Ich habe ein bisschen zu viel rumgespielt. Ich sollte vielleicht wieder ernst spielen. Ja, Freunde. Das Spiel haben wir auch noch gewonnen. Zweite Halbzeit hatte ich echt irgendwie Probleme gehabt. Da hat der Gegner gut umgestellt, kam besser ins Spiel. Ich konnte irgendwie kaum Chancen noch erspielen, aber der Gegner auch nicht so krass. Ja, zum Abschluss nochmal ein Tor von Vinicius. Und zusammen, ja, beim wahrscheinlich letzten Spiel von Vinicius Junior erreichen wir, ja, unsere Bestmarke in Division Rivals. Und zwar haben wir jetzt 2507 Punkte geschafft. Das ist, glaube ich, meine bis jetzt beste, ja, Anführungsstrichung, Leistung in Division Rivals. Könnt ihr gerne mal in den Kommentarbereich schreiben, was ist denn euer bis jetzt bester Skillwert? Ja, mal schauen, wie weit wir noch kommen können. 18 Verkäufe. Schauen wir nochmal ganz kurz, was haben wir noch verkauft? Die von gestern habe ich nicht weggedrückt. Ah, den haben wir verkauft. Elvedi. Özil haben wir, glaube ich, verkauft. Ich glaube, noch ein Witzel. Ein Lacazette haben wir verkauft, noch ein Witzel. Also wir haben, ja, und der Fritsch haben wir auch noch verkauft. Also wir haben einiges verkauft. Wie gesagt, mein Plan von damals ist
aufgegangen. Wir sind jetzt bei 1,158 Millionen. Was wirklich viel ist. Und wie gesagt, jetzt habe ich wieder 18 neue Plätze frei, die wir wieder besetzen können. Also, ja, die Münzen sind für Ronaldinho, denke ich, da. Und deswegen würde ich sagen, ja, danke für alles, Vinicius Junior. 304 Spiele für uns gemacht, wirklich sehr, sehr gut. Hat, ja, so viele gute Aktionen gehabt. Wie gesagt, seine einzigste Schwäche ist sein Torabschluss und dass er nicht jedes Kopfballduell gewinnt. Vielleicht wird Ronaldinho auch nicht jedes Kopfballduell gewinnen. Das werden wir ja sehen. Es ist immer vom Körperbau abhängig, meiner Meinung nach, ja. Ich muss mal schauen, wie er sich spielen lässt. Und ansonsten würde ich dann sagen, ja, wird der nächste Upgrade halt Team of the Year. Neymar haben euch auch einige von euch vorgeschlagen, aber die Münzen habe ich noch nicht, Freunde. 4,5 Millionen, woher? Ja, ich könnte theoretisch ja, Ronaldo auch verkaufen, dann könnte ich mir holen und Ipa hier reinstellen. Muss mal gucken, 11 Spiele fehlen noch. Dann machen wir einfach nochmal die 1000 voll. Der erste Spieler bei mir 1000 Spiele hat, glaube ich. De Rea ist auch schon fast da. Sonst weiß ich gar nicht, wer hat denn noch hier? Ne, eigentlich nur De Rea und Cristiano Ronaldo sind beide OGs. Und dann würde ich sagen, ja, war es das von heutigen Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, danke für alles, Vinicius Junior. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wenn nicht in diesem FIFA, dann im nächsten. Dann würde ich sagen, damit war es das für diese Folge. Euer Casey ist raus. Bis dann. Ciao.